Das ist einer der Männer, die Neuhof überfielen. Er sollte dir etwas Nützliches erzählen können. Doch ich müsste dich um einen Gefallen bitten. Er sollte versteckt gehalten werden, damit seine Spießgesellen nicht wissen, dass er hier ist. Gute Arbeit. Den Gefallen tue ich dir. Ich werde ein hübsches, dunkles Plätzchen für ihn finden, wo ihn niemand hören wird. Und da wir schon dabei sind, ich lasse deine Habe herbringen. Warte hier einen Moment. So, nun sind wir hier an diese, ja, an diese Stay. Ja, wir sind hier an der Stay. Nehmen wir das für. Moken. Sylt. Und das waren wir auch. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurva. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Er hatte nichts bei sich. Kein Geld, nichts. Also hast du ihm den Hals umgedreht und nichts gefunden? So ein Pech aber auch, nicht wahr? Ich hatte ebenfalls nichts. Die Novizen müssen all ihr Hab und Gut abgeben, sobald sie das Kloster betreten. Also weißt du gar nicht, ob du dem Richtigen den Hals umgedreht hast? Ich frage mich, ob du überhaupt gemordet hast. Dann geh doch hin und hör dich um. Alle werden dir von dem Mord berichten. Damit ich in eine Falle tappe? Vergiss es, Junge. Ich habe eine viel bessere Idee. Tötet den Bastard! Hast weiche Knie bekommen, was? So, und nun haben wir hier. Ich habe hier das Logo von. Dort drüben ist der. Ist der Innengang. Da
ist das Tor. Ah, okay. Das ist wohl der Hauptquestreich. Und okay, das ist der Hauptreich von der Quest. Und das hat das Anna Quest jo, abbrickt. Abbrickt. Was willst du? Was ist das für ein Ort? Was geht hier vor? Die königliche Schau der Kurzhaarschafe. Hast du ein Schaf? Nein. Dann zisch ab, bevor dir was passiert. Du schon wieder? Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Vergeude nicht meine Zeit. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer. Himmel, in letzter Zeit kommen verflucht viele Boten. Also schön, komm rein. Du weißt, wo du Eric findest, oder? Er sollte in dem Haus oben am Hügel sein. Okay, nun sollt wir hier kicken. Das Loger soll den Utzbick lernen. Ja, mach wen das wie das hier mit Herrn Ratzig besnacken mögt. Morgen kämpfen und schlafen und kämpfen. Ja, ich sehe noch nichts. Da sind bannig viele Banditen. Das sind bannig viele Lü. Da bluchst eine Armee. Ja, da blüht eine hell Armee. Diese Zelte sehen teuer aus. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Überall Dreck und Gestank. Verdammt, das sind verflucht viele. Bestimmt gute 4 oder 5 Dutzend. Was für ein Scheißtag. Wir brauchen eine ordentliche Rauferei. Ja. So ist das. Jetzt sind man bannig fehl. Allzu hoch ist die Palisade nicht. Da kann ein Röber, okay. Vielleicht mit einem Ladder. Da Röber klettern. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Ah, okay. Nur haben wir ansehen.
den Snack wie Motto den Föder. Name Essay. Der Erik. Moin, bist du der Erik? Was willst du? Koslik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ich bin kein Meister. Etwas Ahnung habe ich aber. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Ah, okay. Nugait Norden, Kampfmeister. Der Meister, der Meister. Der Kampfmeister. Meister. Meister. Name ist der Meister. Moin, moin. Ah, da ist er. Bist du Kampfmeister Vanjek? Ja, da bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Erik sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Koslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Du hast mich in Skarlitz im Schwertkampf unterrichtet. Warte. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir trafen uns beim Wirtshaus. Freut mich, dass du lebst. Ich nahm die Beine in die Hand, noch bevor es losging. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Na schön, komm wieder, wenn die Eier gewachsen sind. Geht gar nicht. Was ist das denn? Das war nichts. Erik wird nicht begeistert sein. Naja, zumindest hat er noch einen Dungschieber, der die Pferdescheiße wegräumt. Vielleicht setzt er dich auch auf ein Katapult. Und schieß dich dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Keiner zum Ausrauben. Wie mögt auch noch ein Lütten wat öven? Ich glaube, wir wären nicht wie Bernhard in der Lace Teed. Und wir haben viel von Kant noch nicht lehrt. Ich glaube, wir haben letztes Spiel Meister und könnten noch nicht richtig striden